Guten Morgen. Dein neues Video, sagt Leon, ist selbstverständlich so geil wie immer. War ich gerade ein bisschen wussten. Und da kommt man ja gerade entgegen. Ist noch mal ein fröhliches Hallo. Und man muss ein bisschen sammeln. Oder denk, wir gehen zum Händler. Und tun dann, gucken nach einer Aufgabe. Denn ein Tag laut der Anzeige. Ich habe die Orte nach. Und da wird dann gern mal besser vorbereitet sein und da würde es vorher noch gern Level Up machen. Ja, die hätte es gut, als enges Mal den Silben Händler ausgespuckt in einer Stadt. Ob man da herumziehen? No loitering. Ich weiß nicht. Something for me? Die Nima, den cool. Ich glaube, die käme sein, aber die war, glaube ich, ganz cool. Und Punkte sind Punkte, würde man behaupten. Fahrrad, Schnucke, wo bist du? Schau, ja, wir sind mit dem Rad da. Aber sieh das Gefährt. So ein bisschen driftet ist auch geil, irgendwie.
Mal sehen. So. Okay. Kann nur witzig werden. Halt mal los. Ihr müsst nur aufpassen. Wenn das neu ist, dann habe ich immer Glück, dass die Decke so gefallen. Und das ist echt unsexy. Wo kommen die denn? Sag mal, komm her, du feige Sau. Ja, da bist du ja. Wir müssen oben sein. Sei da oben. Wow. Du siehst aber wieder jetzt aus. Cool. Den Grill was. Interessantes Haus. Ja, servus. Ich kann es heißen müssen, ist das. Das Gold und Feuer. Ich hab das gefunden.
Mit den anderen Kraftführern kann ich wirklich nicht eruieren, wo die Geräusche herkommen. Das ist einfach nur laut. Im Kraftführer sieht das erst an. Es würden die direkt neben mir stehen. Das ist aber nicht tun. Wenn muss ich die Beziehungen rausschneiden. Scheiße, wenn er die Maus wegrutscht, soll er Mystik. Ja, prima. Soll man jetzt mal den ganzen Müll wiederholen? Ach Gott. Ich schneide euch den Weg. Wir sind da. Ja. Ich habe das mal. Meine Selbstknüppel besorgt. In der Hoffnung, dass es den. Und wenn mein Rucksack wieder frei sein kann. Und das war der einzige, den ich noch immer Truhe hatte. So. Hier war es auch ungefähr gestöpselt. Seid ihr noch da? Wo sind sie denn jetzt? Albern, du Streicheln.
Okay. Ja, dann würde ich sagen, nehmen wir noch ein paar Rohstoffe mit, holen den Lutsch ab und dann bereiten wir uns halt auf die heute Nacht vor. Mit Marius und so. Und dann machen wir die Mission nach dort, nach nochmal. Schade, hätte ja so klappen können. Aber es ist ja nicht ganz vorbei. Dreier Saufe gefällt mir. Zuerst hat man keine Steine und dann kann man sie mit Stein essen, nicht mehr retten. Mann. Nimm mal die Axt und mal sehen, wo der Gutschein. Wir müssen unbedingt mal gegen was die Ausdauer von Leo tun. Weil da geht so nicht. Der ist klein, der ist sofort alle Arten. Oh, der Lutschab ist da, wo der Kämmer sein. Der würde sagen, der schneidet alles wieder rüber. Nach ein paar hundert Meter. Aber sicher hat gedacht, ich soll ja mal Feuer machen. Und wenn uns einer so nicht darum bittet, dass Leo ihr Feuer macht, den kann man doch nicht nein sagen, oder? Guten Saft. Wir müssen ja unser Mädels abarbeiten. Und da können wir sowas ganz so was. Hey. Da fährt man 2 Meter, wenn die Kunden kommen. Grüß Gott. Zur Not muss man eine Mission offline machen. Also, aufs Gehen machen. Weil mit Marius in die heute Nacht ist ja auch scheiße, will sie behaupten. Die Gute ist man auch so mal besser.
Nun, das war so irgendwas, wenn wir so brennen. Ja, die zwei ja sau viel, wenn wir verkaufen. Den Grillrost. Engel nix. Komm her, treten Sie näher. Ich sag heute ist früher dunkel. Und zwar ist alles. Ich würde sagen, wir tun jetzt noch. Bevor die Folge Ende ist, würde ich sagen, gehen wir in die alten ODBs und werden die Nachbarn auf und dann, ja, würde ich fast sagen, dass wir die nächste Aufgabe in der nächsten Folge machen. Weil jetzt, ihr müsst darauf achten, dass die Folgen so lang werden, sonst guckt sie niemand, weil sie so lang sind. Meine Folgen sind wirklich zu lang, teilweise. Deshalb müsst ihr das ein bisschen darauf achten, dass ihr mir so bei ca. 30 Minuten einbindet. Und es auf jeden Fall was. Ich will auf jeden Fall versuchen, dass wir halt einen besseren Standard hinkriegen. Wobei, by the way, ihr wollt nochmal Bücher sammeln gehen, wenn wir dann mal hier sind. Da könnte man ja auch mal. Ja, reingucken, um dann nochmal ein Buch oder so absorben können. Soll, Papier. Sag mal, gibt es in diesem Laden überhaupt noch Bücher? Die Bücher sind. Ja, cool. Das freut mich. Dann würde ich sagen, fahren wir nach Hause und gucken, ob wir die Schmelze bauen können. Weil die fehlt uns noch. Dann könnten wir Stahl machen
Und dann wäre es halt auch einfacher, in heute Nacht überleben. Hallo? Ja, Rostoff kriegt man ja. Also, mir war es ganz gut. Dann werde ich heute noch du hast Bs besser genutzt. Den Mod tun wir dann später raus. Ich habe den Verdacht, das zeige ich euch auch gleich. Wir haben auch weiter heute Nacht gerätselt, wo die Zombies abgeblieben sind. Und zwar das war relativ einfach. Da, wo mein Warteturm steht. Da war ja mein Missionsgebäude. Ich glaube, das war die erste Mission, oder versuchte Mission. Keine Ahnung mehr. Und da bin ich doch durch den Boden geflogen. Und da sind die Zombies reingerannt und sind dann durch den Boden, wie es durchgeflogen. Da gibt es keinen Boden mehr. Und da ist aber die Wand zum unseren Horte-Turm. Und da würde ich gerne mal gucken, ob man die Wand oder seine Wand reinziehen kann, dass wir uns dann hätte ich einen Wurm gegraben. Ich muss mal kurz ins Telefon gehen. Sorry. Da rein. Habe ich angefangen, die Tür zu gemacht. Weil, ja, aber also, die Arbeit müsste ich hier nicht mehr reinstecken. Aber so. Ich hoffe, wir können das Miete bauen. Man soll da reinklicken. Richtig.
Klebeband. Das war echt ein Oberhammer. Der leise ist. Was war's noch? Ruhe habe ich. Nehm auch. Nee, habe ich auch. Klebeband. Da drin. Nur ein Klebeband haben wir. Ein einziges. Wie ging Klebeband nochmal? Weiß das einer von euch? Schreibt mal bitte in die Kommis. Ach, liebe Band. Jetzt. Ich hab gedacht, dann sagte, die haben das rausgenommen. Alles gut, hab's gefunden. Ja. Machen wir mal sie ein Stück. So. Dann können wir mal die Schmiede entsoßen.
Dann kann man kalt mal geschnittenes Eis machen. Okay. Der Händler hat mir auch gerade das Wort aus dem Mund genommen. Ich wollte sagen, ich will jetzt nichts mehr in die Folge reindrücken, weil sie läuft ja eh so lange genug. Morgen gibt's eine neue Aufgabe und wir bereiten. Sorry, wir bereiten die heute Nacht vor. Also in dem Sinne, über and out.